Sehr geehrte Damen und Herren, liebe REMA-Freundinnen und Freunde, das REMA-Team begrüßt Sie herzlich zur Eröffnungsfeier der REMA 2023. Herzlich willkommen hier auf der Almend, Salzstetten. Schön sind Sie dabei. Es freut mich riesig, dass Sie heute mit uns die Eröffnung der REMA 2023 feiern. Eine völlig ausverkaufte Messe mit spannenden Tagungen und einem vielseitigen Unterhaltungsprogramm und etwa einem Schlagloch auf dem Parkplatz. Wir sind zuversichtlich, dass wir einen letztjährigen Erfolg der REMA anknüpfen können. Das auch, trotzdem, dass das letzte Jahr für uns so eine richtige Achterbahnfahrt war. Einerseits, was die fixe Infrastruktur hier auf dem Platz betrifft, auf der Almend. Andererseits, was das Begrüssen von neuen Teammitgliedern und das Verabschieden von Freunden betrifft. Wie Sie sehen, ist hier in der ersten Reihe heute ein Platz leer. Es ist der Platz von unserem ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Thomas Amann. Er hat während 7 Jahren unsere Messe mit viel Herzblut und Engagement geprägt. Seine gewinnende Art, seine Herzlichkeit und auch seine Grosszügigkeit, sein Humor und auch sein Netzwerk haben sehr positiv für die Entwicklung der REMA gewirkt. Auch bei der Gestaltung der diesjährigen REMA war er noch aktiv mit dabei. Die REMA, etwas Positives für das Rinntal, für die Rinntalerinnen und Rinntaler bewegen, das war seine Herzensangelegenheit. Leider ist er dann am 16. Oktober für immer von uns gegangen. Heute, bin ich überzeugt, wird er aus der Ferne uns zuschauen. Ja, liebe REMA-Freunde, ich bin überzeugt, viele von Ihnen haben auch positive Erlebnisse mit dem Thomas Amann dürfen haben, humorvolle Erlebnisse. Ich bitte Sie jetzt, zu einer Gedenkminute kurz aufzustehen.
herzlichen Dank, Nachtfalten. Die Musik von der Nachtfalten hat auch Thomas Amann besonders gut gefallen. So gut, dass er die fünf Männer sogar einmal auf Bern ins Bundeshaus eingeladen hat. Und so spontan wie der Thomas Amann ist, hat er ihnen dann gesagt, sie können ja zur späten Stunde noch im Nationalratssaal aufspielen. Da ist ihnen nicht gern so gut angekommen, die Aktion. Bei den Musikern schon, aber beim Parlamentsdienst nicht so. Er hat dann eine mündliche und eine schriftliche ist gerügt worden. Der Thomas hat das aber mit Humor genommen und hat dann gesagt, er würde das jederzeit wieder genau gleich machen. Und jetzt ist mit dem Andi Eggenberger, einer von diesen Nachtfalten, unser neuer Verwaltungsratspräsident von der Rinntal Mess- und Event AG. Ich bin überzeugt, über seine Wahl würde sich auch der Thomas freuen. Und übrigens, wie die Fotos, die jetzt laufen, zeigen, ist der Andi Eggenberger schon lange mit der REMA auch sehr eng verbunden. Begrüßen Sie jetzt mit einem dosenden Applaus unseren neuen Verwaltungsratspräsident, den Andreas Eggenberger. Ja, liebe REMA-Freunde, geschätzter Herr Kantonsratspräsident Jens Jäger, geschätzte Frau Regierungsrätin Susanne Hartmann, geschätzter Regierungsrat Marc Mechler, geschätzte Nationalrätinnen, Nationalräte, Kantonsrätinnen, Kantonsräte, Gemeindepräsidentinnen, Gemeindepräsidenten, geschätzte Frau Ständeratskandidatin Esther Friedli, liebe Partnerinnen, liebe Partner, Ausstellerinnen, Aussteller, Unterstützerinnen, Unterstützer, liebe Gabi, liebe Verwaltungsratskollegen, liebes Messeteam. Gern hätte ich das Verwaltungsratspräsidium von der Rinntal Mess und Event AG unter anderen Umständen übernommen. Es ehrt mich aber sehr, dass ich in die grossen Fußstapfen von meinem Vorgänger, von Thomas Samann, treten darf. Er hat sein Amt mit vollem Herzen ausgefüllt und seine Aufgaben sehr gut gemacht. Ich darf eine bestens aufgestellte Organisation und ein motiviertes Team übernehmen. Dem bin ich sehr dankbar. Als ehemaliger Unternehmer, Politiker, Sportler und aktiver Musikant bin ich überzeugt, dass unsere Gewerbetreibenden, das Rintel und die ganze Bevölkerung die REMA brauchen. Ich gehe so gerne einen Schritt weiter. Das Rintel ohne REMA ist für mich fast nicht mehr vorstellbar. Gerade in der heutigen, immer digitaler werdenden Welt scheint es mir eben wichtig, dass wir uns auch physisch treffen, uns austauschen, miteinander feiern und gegenseitig aufeinander schauen. Ich wünsche mir ein Miteinander. Ein Miteinander mit den Nachbarn, mit unseren Partnern, Sponsoren, Aussteller, Besucherinnen, Besucher und den Gewerbetreibenden. Und das Miteinander, das spüre ich hier an der REMA. Eine weitere Motivation von diesem anspruchsvollen Amt ist für mich auch die Absicht, hier auf der Alment eine fixe Halleninfrastruktur zu realisieren. Ich bin überzeugt, dass das Rintel einen Treffpunkt braucht, der ganzjährig genützt werden muss. Dafür würde ich mich mit dem Verwaltungsrat und dem Messeteam einsetzen. Damit wir aber diese Vision auch realisieren können, brauchen wir auch die Unterstützung von der Stadt als Grundstückbesitzerin sowie von einer geschätzten Anwesenden. Heute sind wir aber hier, um zu feiern. Der Frühling, unser Gewerbe, unsere REMA. Wir warten wiederum mit zahlreichen Highlights auf die Besucherinnen und Besucher und haben einmal mehr für alle Generationen viel zu bieten. Ich verzichte nun auf alle Highlights eben aufzählen. Sie finden die feinsäuberlich im Booklet aufgelistet. Trotzdem möchte ich aber noch etwas Besonderes hervorheben. Und zwar, das ist die Sonderschau, die wir heute das erste Mal haben. Motto Natur erleben Rheintal. Dem OK ist es gelungen, die Organisationen, die teilweise sehr unterschiedliche oder gar gegensätzliche Interessen hatten, an den Tisch zu bringen und miteinander eine grossartige Sonderschau auf die Beine zu stellen. Ein Miteinander statt eben ein Gegeneinander. Das ist das Motto der REMA. Nutzen Sie unsere Plattform für neue Kontakte und Bekanntschaften zu knüpfen, Geschäfte abzuschliessen, Neues zu entdecken
und eben das Zwischenmenschliche auch zu pflegen. Ich will mit Sicherheit an allen 6 Messetagen hier vor Ort sein und freue mich auf Begegnungen mit denen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen unvergesslichen Rema 2023 und danke, dass Sie Teil unserer Messe sind. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Andi Eggenberger. Danke auch. Vom ehemaligen Politiker wechseln wir jetzt zu einem aktuellen Politiker. Ein Politiker, der die Finanzen unter sich hat. Er bringt heute uns hier auf Altstetten nicht das Geld, um die neue Halle zu bauen, aber die Grußbotschaft von der St. Galler Regierung. Begrüßen Sie mit einem Applaus den Regierungsrat Marc Mächle. Ja, sehr geehrte Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft, geschätztes Messeteam, liebe REMA-Besucherinnen und Besucher, ganz herzlich willkommen auch im Namen von der St. Galler Regierung hier im wunderschönen Rintel, auch wenn es heute schifft. Silicon Valley, der Ostschweiz, Hightech-Tal, Chancental, das sind alles bekannte Namen fürs Rintel. Und das zu Recht. Denn es befindet sich mit seinen Exportzahlen, mit seiner Innovationskraft und der erfolgreichen KMU, wie aber auch Global Players, in einer sehr gute Pole Position. Und auch die REMA gehört zu dieser Erfolgsgeschichte vom Rintel. In einer Zeit, in der Publikumsmessen grosse Mühe haben und vielleicht auch teilweise von einem Messeuntergang gesprochen wird, ist die REMA hier anders. Sie ist nämlich erfolgreich unterwegs. Sie verzeichnet zwischen 40.000 bis 45.000 Besucherinnen und Besucher. Und die Ausstellerzahl, und das ist sehr erfreulich, die ist auch sogar in diesem Jahr gewachsen. Und dabei sind auch neben den traditionellen und wichtigen Gewerbekunden auch grössere Unternehmen vertreten. Das zeigt sich, die REMA, die Messe, ist höchst attraktiv. Und ich glaube, das spricht für sich selber. Das ist sicherlich eine tolle Bilanz und eben in dieser schwierigen Zeit auch keine Selbstverständlichkeit. Und zu dem Erfolg von Ihnen, geschätztes Messeteam von der REMA, möchte ich Ihnen zuerst ganz herzlich gratulieren, dass Sie das geschafft haben. Sie führen die Messe mit viel Herzblut durch und schaffen es, dass der Wirtschaftsstandort Rintel auch mit dieser Messe einen Mehrwert überkommt und dank einem vielseitigen Rahmenprogramm auch die Bevölkerung hierher gerne kommt und das eine oder andere auch länger kann gehen bis spät in die Nacht. Wir dürfen immer nicht vergessen, dass der Erfolg vom Rintaler Gebiet nicht nur dank der Unternehmen selbst ist, sondern auch dank einer engagierten Gemeinschaft, Gesellschaft, ja sie allen, die eigentlich das Rintel für sie zum Daheim macht. Aber trotz Pole Position können sie das Rintel und die REMA nicht einfach auf den Lorbeeren ausruhen. Denn sie haben ähnliche Herausforderungen, die auch wir von Seiten der Kantonalregierung haben, für den Kanton als solches. So herrscht zum Beispiel ein Fachkräftemangel und gerade für Gewerbe aktuell eine riesige Herausforderung. Auch die Innovation, wenn man sie mal erfunden hat, kann man sie nicht einfach stehen bleiben, sondern es ist ein dauernder Prozess, um die Innovation vorantreiben zu können. Auch das gilt zu berücksichtigen. Und übrigens, auch die Beziehungen zu unseren Nachbarn, die hier natürlich sehr nahe sind, müssen täglich gepflegt werden und ab und zu auch strategisch neu positioniert werden. Wie können wir mit diesen Herausforderungen begegnen? Aus meiner Sicht ist ein altes, aber ein wichtiges Instrument hier, nämlich mit Vernetzung, Zusammenbringen von Personen, dann sicherlich auch mit Bildung, Innovation und Unternehmergeist. Und auch dazu trägt die REMA bei. Die REMA vernetzt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit den Arbeitnehmenden. Ich finde das eine erfreuliche und eine sehr interessante Entwicklung, dass die Regionalmesse auch in dieser Funktion einen wichtigen Pfeiler im Wirtschaftsstandort vom Rintal eingenommen hat und damit eben auch attraktiv ist. Und sie unterstützt auch das Ziel der St. Galler Regierung im Bereich des den Fachkräftemangel zu bewältigen.
Von Seite des Kantons St. Gallen setzen wir mit dem Thema Fachkräftemangel unter anderem auf Bildung. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Wir haben auch sehr gute Hochschulen, auch im Rintel. Da meine ich jetzt vor allem geografisch Rintel. Und wir haben mit einer IT-Bildungsoffensive von rund 75 Millionen, die von den St. Gallerinnen und St. Gallern angenommen wird, auch ein aktives Instrument, insbesondere auch in der Digitalisierung, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und was, glaube ich, ein Erfolg ist in dieser ganzen IT-Bildungsoffensive, wir machen das nicht nur für die Universitäten, wir machen es für alle Bildungsstufen. Und das ist schweizweit durchaus mit Pioniercharakter. Und zum Teil wird von anderen Kantonen neidisch auf uns geschaut. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen jetzt mit dieser Eröffnung, die wir haben, eine erfolgreiche REMA. Eine REMA, wo Sie sich austauschen können, wo Sie auch möglicherweise Geschäftsmöglichkeiten ausschöpfen. Auch das soll möglich sein an so einer Messe. Und ich wünsche insbesondere dem Messeteam, dass Sie Ihre gesteckten Ziele erreichen. Denn ich glaube, solche Messen haben auch in Zukunft eine grosse Chance. Und wenn nicht hier im Chancental, wo soll es denn möglich sein? Also alles Gute, herzlich willkommen und besten Dank für die Einladung. Merci. Jetzt darf ich den höchsten St. Gallen auf die Bühne bitten. Es ist das, der Kantonsratspräsident, der Jens Jäger. Wie unterstützt denn du als Politiker aus dem ganzen Land so das Rintaler Gewerbe oder auch unsere Region allgemein? Ja, als Kantonsrat ist man ja in der Legislative und ich als liberaler Mensch versuche immer wieder, wenn wir Gesetze verabschieden, dass man das Gewerbe versucht zu unterstützen, indem man weniger reguliert, sondern wirklich versucht, Staat so wenig und Eigenverantwortung so viel wie möglich kann geben, der Gewerbe, aber auch der Industrie, damit sich die wirklich kann weiterentwickeln kann, aber auch innovativ sein. Und für das ist auch Politik da, dass man das denen die Möglichkeit gibt. Leider sind wir ein bisschen in der FDP ein bisschen zu schwach unterwegs, dass wir da immer wieder Mehrheiten finden, aber wir kämpfen dafür, dass wir wirklich versuchen, einen liberalen Grundwert herzubringen und können sagen, doch, wir schaffen für das Gewerbe Rahmenbedingungen, dass sie wirklich eine Innovation betreiben, das, was auch die Schweiz stark gemacht hat. Bevor wir jetzt im Parteiprogramm abdriften, was gefällt dir so? Messen wie der REMA oder auch der Sieger, wo demnächst bei euch im ganzen Land stattfindet, besonders gut? Ja, ich finde, es ist einfach eine hervorragende Plattform für das Gewerbe, aber auch für die Industrie, damit sich ihre Produkte und ihre Dienstleistungen hier präsentieren. Und das sieht man auch, wie toll die das machen, mit viel Liebe und Engagement, wie sie ihre Stände aufbauen, um nachher ihr Produkt und auch zu präsentieren. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist sicher auch der gesellschaftliche Treffpunkt, der enorm wichtig ist, dass da eine ganze Region vorbeikommt, man trifft sich, man macht einen gesellschaftlichen Austausch und auch am Abend darf natürlich das Festen nicht fehlen. Festen hast du vermutlich in den letzten 11 Monaten öppen einmal können. Was hast du in diesen Monaten so als Kantonsratspräsident alles dürfen erleben? Also jetzt nicht gerne alles aufzählen, aber vielleicht so ein Highlight daraus. Ja, es hat ganz verschiedene. Es ist, das eine ist die Führung vom Rot, das ist einmal meine primäre Aufgabe. Und auch mit dem Präsidium zusammen zu arbeiten, wo wir wirklich hervorragend schaffen für unseren Kanton. Aber nachher auch die gesellschaftlichen, die repräsentativen Aufgaben, die ich vornehmen darf, wo ich einfach unheimlich Freude hatte, dass ich Leute kennenlernen durfte aus verschiedenen Organisationen, aus verschiedenen Verbänden, wo ich sonst nie Berührungspunkte hätte und habe nachher wirklich mit einem ganz anderen Auge können auf den Verband oder auf die Organisation können schauen und viele, viele wertvolle Sachen können mitnehmen, auch für mich selber. Leute kennenlernen war ein Stichwort. Ich weiss, du bist ein grosser Fußballfan. Hat es da auch die Möglichkeit gehabt, dass dein Amt einmal genutzt hast, um vielleicht ein grosses Fußballvorbild von dir zu treffen? Als Kantonsratspräsident wird man ja da wieder mit offenen Händen empfangen. Ja,
Also die Sportler kennen die Politik nicht so gut, wie wir wahrscheinlich die Sportler kennen. Aber es ist schon so, ich bin natürlich ein grosser FC St. Gallen-Fan und habe dort schon einen höheren Zugang bekommen. Habe auch dürfen mit dem Captain, zum Beispiel Lukas Görtler, dürfen, ein Gespräch führen, auch mit dem Trainer. Aber auch vor allem, was ich wertvoll gefunden habe. Gut, auch mit dem Trainer, das Gespräch führen, weiss jetzt nicht, wie erfolgreich es da war. Ja, momentan. Es ist vielleicht um Nachfolgeregelung gegangen vor ihm und da wäre ich im Gespräch. Aber nein, Spaß beiseite. Es ist vor allem aber, was ich extrem schön empfunden habe, sind die Empfänge, die ich dabei sein durfte. Zum Beispiel bei der Snowboard-Weltmeisterin der Julie Zock, die ich würdigen durfte. Aber auch der neue Eidgenosse bei uns in der Region, der Marco Goth, der ein Eidgenosse geworden ist im Schwingen. Das sind wirklich schöne Momente, die ich auch cool finde, was wir eigentlich für tolle Sportler hier bei uns im Kanton St. Gallen haben. Die Julie Zock haben wir ja schon geglaubt, was wir im ganzen Land noch nicht einmal gekannt haben. Die war nämlich hier im Sportdialog da gewesen. Am allerersten. Ich weiss aber auch, dass du vor kurzem einmal in die Haut vom Gallus, dem Maskottchen vom FC St. Gallen, geschlüpft bist. Dort haben die Leute vermutlich nicht gekannt. Aber was war das so für eine Erfahrung für dich gewesen? Ja, das war so ein Kindheitstraum. Ich habe immer wieder den Gallus, den Bär, das Maskottchen, habe ich so geschaut und gesagt, hey, das wäre doch einmal cool. Einfach einmal in so eine Rolle zu schlüpfen und einfach. Niemand kennt einen und alles machen und jeder macht mit. Und ich durfte so viele Kinder ein Lächeln ins Gesicht zaubern als der Gallus. Also das war hervorragend. Und vor allem, was ich festgestellt habe, das erlebt man ja als Politiker nie, dass einem einfach alle gern haben. Ich möchte aber ganz bewusst die Gelegenheit hier nutzen, um auch ein bisschen Trends aufzuzeigen, wohin das Messebusiness geht. Es ist ja immer, es ist vorher schon gesagt worden, dass die grossen Messen am Straucheln sind, dass gewisse Messen zugehen oder nicht. Ich bin aber ein Verfechter davon, ich glaube ganz fest an die Regionalmessen. Weil die Regionalmessen haben eine natürliche Community, wie es so schön auf Neudeutsch heisst. Eine Fachmesse hat zum Beispiel eine Community wie Bierbrauer, die dann eine Fachmesse bekommt. Aber eine Regionalmesse hat die Rindtalerinnen und Rindtaler. Oder die Werdenberger haben die Wiege mit den Werdenbergerinnen und Werdenberger oder die Ziegen zur Gänserin. Und das ist das, was erfolgreich ist, dass man näher ist bei den Leuten, dass man möglichst viele Aussteller aus der Region gewinnen kann, dass man eigentlich miteinander sich auch kennt, miteinander in den Ausgang geht, nachher etwas trinkt und so eigentlich die Messe miteinander zelebriert. Es ist aber schon so, dass jetzt wirklich ein Trend erkennbar ist Richtung Mitarbeiterrekrutierung. Da ist jetzt dieses Jahr ganz markant sichtbar gewesen, dass sich immer mehr auch die Ziele gesetzt und mit diesen Zielen die Messe gehen. Und ich denke, das zeigt halt einfach auch die Kundennähe oder auch die Übersättigung vom ganzen Digitalen, dass es eben gleich Plattformen braucht, wo man sich austauscht, wo man sich trifft, wo man sich wirklich zu Angesicht der Mensch spürt. Und da bin ich ganz fest überzeugt, da ist wichtig auch für die Zukunft und da ist eigentlich Live-Kommunikation und Rema ist Live-Kommunikation und wird es auch in Zukunft bleiben. Dann einfach die Highlights von der Rema 2023. Es ist einiges schon gesehen worden. Wir haben ganz viele neue Aussteller, wir haben mehr Aussteller als letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr schon eine sehr gute Buchung gestanden. Wir haben dann im Februar gar noch eine GRB, bevor ich zu Eltern bestellt habe, haben wir noch die Halle 3-5 Meter länger machen können, dass wir alle reingebracht haben. Wir haben ein komplett neues Konzept für die Messebytes. Ihr habt es vielleicht schon gesehen bei meinen Laufen. Wir haben das komplett über den Haufen geworfen, ganz etwas Neues auf die Beine gestellt. Da war eine Art Rema ganz fest involviert gewesen. Also da war eine Art die Geschäftsstelle federführend involviert gewesen, auch zusammen mit dem Verwaltungsrat von uns, mit dem Albi unter anderem. Dann aber auch haben wir eine super Sonderschau von der Feuerwehr Altstädte Eichberg im Bereich von der Halle 2
Und dann natürlich das absolute Highlight, die Sonderschau Naturerleben Rheintal. Bei dieser Sonderschau sind es jetzt 4 Jahre gewesen, von der ersten Idee von Michi Ullmann, wo er mal kam, er wollte etwas richtig Jagd machen, wo ich dann gesagt habe, ja komm, schauen wir mal. Und dann am Schluss ist es wirklich eine riesige Geschichte geworden und es hat jetzt uns wirklich die letzten 4 Jahre begleitet. Klar, Corona ist dazwischen gekommen, aber es ist eine ganz gigantische Geschichte, die jetzt da, wo man hier sieht, heute an der Rema. Ich möchte aber ganz speziell auch darum die OKA-Mitglieder würdigen, weil es ist da viel auch ehrenamtliche Arbeit geleistet worden. Mir ist es einfach wichtig, weil es sind vielfach auch die Personen im Hintergrund, wo es nicht wie ich da oben kann, dass ich sein, sondern es gibt viele andere, die mal so etwas mitwirken. Das ist unter anderem der Erwin Rebmann, der den Forst vertreten hat. Erwin, bitte vorkommen. Bist du noch da? Dann ist der Fredi Büchel, wo, ich habe schon gesagt, du bist jetzt gerade hergekommen, du darfst wieder aufstehen. Danke vielmals, Erwin. Danke auch. Dann ist es der Werner Straub, der die Imker vertreten hat und den Verein Lebensraum Rheintal. Er ist, glaube ich, da hinten am Vorbereiten. Dann der P. Eugster, der den Landwirtschaftssektor vertreten tut. P., wo bist du? Sind wahrscheinlich auch dahin am Vorbereiten. Ja, ist schon gut. Dann der Harald Herrsche, der die Rheintaler Ortsgemeinde vertreten hat. Der Harald ist da, der ist auch gerne raufgekommen. Dann Christine Hutter, die den Naturschutz vertreten hat. Sie hat auch die ganzen Texte und so weiter gemacht für Plakate. Sie kommt gerade auch führen. Dann der Hampi Sonderegger als Vertreter des Rheintaler Fischereivereins. Dann der Michi Ullmann, habe ich schon erwähnt. Dann auch der Initiant. Oh, aufstehen, Michi, komm, rauf. Dankeschön. Dann möchte ich aber auch den Michael Dietrich auf die Bühne bieten. Er hat die ehrenvolle Aufgabe gehabt, um auch wieder hohe Ansprüche von, ja, ich sage mal, ein paar Alphentierchen umzusetzen. Dann möchte ich aber auch den Kai Kammerländer vom Rheinunternehmen und den Patrick Knür von der Melioration von der Ebene auf die Bühne bieten, weil sie haben mit Mannstunden, mit Maschinen, mit Material haben sie auch sehr viel dazu beitragen, dass eigentlich die Sonderschau so ein grosser Erfolg war. Ich möchte mich eigentlich auch bei euch zwei recht herzlich bedanken. Wir sind nicht drauf, aber das, was ihr gemacht habt, ist auch gigantisch. Dankeschön. Speziell erwähnen möchte ich aber an dieser Stelle auch die ganze Naturschutzgruppe, jetzt kommt er noch, Pep. Danke auch dir. Die Naturschutzgruppe 60 Plus aus Diepelzau, die uns wirklich tatkräftig unterstützt hat. Also wir haben zum einen wirklich halt professionelle Betriebe gehabt mit der Melioration und dem Rheinunternehmen. Aber wir haben dann auch wirklich Manpower gehabt von Senioren, die uns da unterstützt haben. Und ja, und mir ist einmal die ehrenvolle Aufgabe zum Teil, eben den Haufen zusammenheben, das Projekt ein bisschen zu leiten, die Sitzungen führen. Wir haben hart diskutiert teilweise. Es sind wirklich verschiedene Interessen gewesen, die hier zusammengekommen sind. Und es war aber wirklich spannend gewesen, dass man sich immer wieder zurückgenommen hat, zusammengekraft hat und dann miteinander so etwas auf die Beine gestellt hat. Und dafür gebührt euch allen und auch den anderen, die jetzt da hinten bereits im Vorbereiten sind, einen recht herzlichen Applaus. Wenn es für euch passt, Film ab. Ja, man könnte meinen, es ging um eine Techno-Party, aber es geht um eine Natursonderschau. Also, macht's gut, geniessen es. Mit grossen Schritten gehen wir jetzt einem Eröffnungsakt entgegen. Zwei Sachen kann ich Ihnen aber verraten, wir sind ja unter uns. Erstens, wir müssen nicht vergessen,
um unseren Messeleiter Simon Büchel zu verabschieden. Und zu würdigen, verabschieden können wir ihn ja noch nicht, er muss jetzt noch einen Monat arbeiten. Aber würdigen tun wir ihn dann am Sonntagabend in der Messebeiz, da ist gerade da hinten. Und das Zweite ist, wieso wir das Video nicht gespielt haben, ich habe gerade noch die Meldung bekommen, dass die Sonderschau noch nicht ganz fertig sei. Da haben wir gedacht, wir können ja nicht etwas bewerben, das noch nicht ganz fertig ist. Jetzt sollte ich ein paar Hilfe haben, die noch anpacken, um die Sonderschau fertigzustellen. Und ich denke da, der Jens Jäger würde sich besonders gut eignen als Kantonsratspräsident. Jens, darf ich dich gerade auf die Bühne bitten? Dann möchte ich auf die Bühne bitten, jetzt Technik hängt schon wieder, nein, hängt nicht. Also jetzt können wir da die nehmen. Haben wir gerade auch noch alles jetzt vorher kurz vorbereitet. Weiter auf die Bühne bitten, möchte ich den Herrn Regierungsrat Marc Mächle, die Regierungsrätin Susanne Hartmann, der Stadtpräsident von Altstetten, der Rudi Mattle. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Stadt für die sehr angenehme Zusammenarbeit und die grosse Unterstützung, auch beim Herstellen von Schlaglöchern. Weiter auf die Bühne bitte darf ich den Reto Friedauer, Präsident vom Verein St. Galler Rintal, und auch Ihnen danke für die Partnerschaft. Wir freuen uns, dass Sie auch dieses Jahr mit dem Behördentag wieder bei uns an der Rehme sind. Ein grosser Dank geht an unseren Präsentingpartner, die Rintaler Raiffeisenbanken. Sie werden heute repräsentiert durch den Norbert Lüchinger. Ich hoffe, es ist ihm zeitlich noch gut. Er ist noch da. Ein Mann, der letzte Woche in 6 Hallen 2000 Genossenschaftlerinnen und Genossenschaften hat dürfen begrüssen. Und damit wir nicht auf dem Trocknen sitzen müssen, sorgt unser Hauptsponsor Sonnenbräu. Wir begrüßen auf der Bühne die Claudia Kehl Graf, die Frau mit dem grössten Fanclub von aktuell 4.333 Mitgliedern. Weiter auf die Bühne bitte von der Rehme, der Verwaltungsratspräsident, der Andreas Eckenberger, der Vizepräsident, der Christian Willi, unseren unermüdlichen Messeleiter, der schon im Einsatz ist, der Simon Büchel, sein designierter Nachfolger, der Michael Dietrich, und die Leiterin von der Rehme-Administration, Katrina Siebe. Ohne die Leute, die auf die Bühne kommen und bereits auf der Bühne sind, könnten wir so eine Rehme gar nicht durchführen. Danke vielmals. Muss ich auch noch arbeiten. Nach dem Eröffnungsakt werden wir dann gemeinsam in die Sonderschau in der Messehalle 3 dort übergehen, die anschauen. Sie sind herzlich eingeladen, uns zu begleiten. Ich glaube, voraus laufen denen Nachtfalten, damit wir auch wissen, wodurch es geht. Und jetzt geht's los. Vielleicht. Wo soll ich stehen? Meine sehr verehrten Gäste, nun schreiten wir zum Höhepunkt des heutigen Tages, dem Eröffnungsakt der diesjährigen REMA. Der Countdown läuft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die REMA 2023 ist offiziell eröffnet. Wir laden Sie nun zum Messerundgang ein. Genießen Sie den Aufenthalt bei uns an der REMA. Lassen Sie sich verwöhnen und freuen Sie sich auf 6 unvergessliche REMA-Tage.